Meine alte Lieblingsjeans. Wir passen nicht mehr zusammen. Ich muss mich von ihr trennen. Aber eigentlich kann man die doch wiederverwerten. Eigentlich könnte man doch eine Schleuder da draus machen. Na gut, Schleuder. Wir haben vielleicht eine David-Schleuder oder so. Ja, aber wir haben ja doch lieber diese latexbezogenen Dingerchen. Ist Jeans leider etwas weich für. Aber es gibt eine Möglichkeit. Sogenannte Mikata-Verfahren. Wer ein bisschen länger dabei ist, kam so vom Messerbau hin und her, kam bei den Schleudern. Sag mal, Brei ist eine alte Sache. Mikata ist amerikanische Firma, die in den 60er Jahren mal Stoffe, Baumwolle, sonstiges hin und her mit Reaktionsharzen getränkt hat. Ist natürlich die Frage, was für eine Schleuder machen wir raus? Ja, momentan sieht man so viel, die auch richtig gut damit treffen mit der OPFS. Ja, warum jetzt die ganze Geschichte vorher? Ich muss ja wissen, in was für Stücke ich die schneiden muss, also deswegen vorher Gedanken machen, oder ich muss eine riesengroße Platte machen und dann gucken, was ich da draus baue. Aber ich hatte mir gedacht, okay, machst du die OPFS und wäre sowas da. Zu der genau, woher dieser Name herkommt und sowas, OPFS, O und PFS, Pickle Fork Shooter und O für... Kommen wir später. Machen wir jetzt erstmal das. Also wie kann man diese Jeans jetzt zu einer Zwille machen? Eine Zwille, eine Schleuder aus Jeansstoff. Hat etwas. Was man da jetzt so braucht, ist halt dieses Reaktionsharz. Man kann jetzt hingehen und kann vom Predapoxy oder sowas, ist eine Firma, glasklar erhärtendes oder so kaufen, hin und her. Es ist natürlich die Frage, Reaktionsharz, welches nimmt man? Groß gibt es zwei verschiedene. Es gibt Epoxy, Epoxidharz, und es gibt PU, Polyurethanharze. Für jetzt Jeans irgendetwas zu pressen, kein großer Unterschied. Ein großer Unterschied, was die beiden haben, das eine vergilbt eher, wenn es länger in der Sonne liegt oder sowas, aber wir wollen ja jetzt keine Beschichtung damit machen, sondern eine Schleuder so mitbauen, deswegen egal. Und ich gucke halt immer ganz gerne, was ist da, was kann man leicht verfügbar. Also die Dinger jetzt hier, das ist eigentlich eine Sorte. Baumarkt, Baustoffhändler gehen oder sowas, da nach Niedrigviskosen, also dass es relativ gut leicht läuft. Zum Beispiel Rissharz oder sowas gucken. Ich habe jetzt hier Restbestände, Knauf, FE, Imprägnierung. Restbestände, ja, weil also im Lager, und ich hoffe, dass es reicht. Ich habe jetzt mal ein bisschen weiter vorbereitet. Ja, das machen wir dann mal weg. Das haben wir noch. Das haben wir noch und das. Also ich, okay, ich gebe es zu, ich konnte mich von meiner Jeans doch nicht trennen. Ich habe die, eine andere, kannst du mal einblenden. Ich hatte eine andere Jeans, da habe ich mir die Beine mal abgeschnitten und habe bloß aus den Taschen oder sowas so ein Umhänge Tasche gemacht, um die Zwillen da zu verstauen. Die habe ich in passenden Form für die OPFS geschnitten, weil ich habe nicht so viel Harzen, deswegen wollte ich keine so große Platte machen. Wenn man die jetzt einfach damit tränkt und es wird hart, dann hat man ja da so eine harte Sache. Bloß, wenn man da dazwischen leuchtenden Stoff packt, dann könnte der daraus leuchten und sonstiges sein. Oder ihr packt helle Stoffe dazwischen, beziehungsweise macht so einen Schichtaufbau. Dann sieht man das neben, beziehungsweise wenn man es dort schräg abmacht oder sowas, kommt es dann sichtbar daraus. Und ich will probieren, noch ein Lederstück oben auf der einen Seite drauf zu machen. Ist jetzt nochmal so ein Versuch. Ich habe nochmal nichts zu trinken. Ich muss mir mal was einschicken. Und dann gucken wir mal weiter. So, das packen wir mal daneben hin. Das mal da. Die Stoffe. Bis gleich. So, noch eine wichtige Sache. Ich muss jetzt unbedingt nochmal davor trinken. Wie gesagt, zu der Schleuder kommen wir gleich.
Jeans, sowas dürfte klar sein. Jetzt haben wir die anderen Geschichten hier. Wenn ihr mit sowas rumspielt, macht vorher LKW-Fahrer. Guckt euch das vorher an. Ups. Lest das dementsprechende Sicherheitsdatenblatt mal durch. Da stehen dann so ganz viele Sachen drin. Ich sage das jetzt nicht einfach so zum Spaß. Da ist zum Teil Stoffe drin, die halt nicht so besonders gesundheitsfördernd sind. Bisphenol A oder ähnliches. Und da steht dann auch drin, ja, wie man da genau mit umgehen muss und wie man sich schützen muss und sonstiges. Das hier sind jetzt einfache Nitrilhandschuhe. Nicht gut, nicht ausreichend. Da bei diesem Sicherheitsdatenblatt oder sowas steht zum Beispiel drin, es müssen Butyl-Kautschuk-Handschuhe sein. Durchdringzeit oder sonstiges. Durchdringzeit von diesen Nitrilhandschuhen liegt bei, je nach Hersteller, je nach Dicke, könnt ihr ja mal nachfragen. Ich hatte vor Jahren mal so einen Spaß daraus gemacht gehabt. Ja, scheiße, wenn man Sicherheitsbeauftragter der Firma ist. Liegt bei Sekundenbereich, zwischen 2 und 8 Sekunden. Könnt ihr vergessen. Butyl, Kautschuk-Handschuhe oder sowas geht länger. Ganze Ding draußen. Gute Luft, ein bisschen Wind oder sowas, weil das Zeug, solange das nicht ausgehärtet ist, ist das leider nicht ohne. So, wir haben jetzt Reste von dem, die ich hoffe verwerten zu können, dass es noch hart wird. Ja, bei dem weiß ich, das hatte ich die Tage erst. Ich habe mir eine Form gemacht, wo ich das reinmache. Ja. Wo ich die getränkten Stoffteile da reinmachen kann. Dann schauen wir mal, wie die ganze Sache aussieht, wie die wird. Schutzbrille. So, ich habe Wind, ich habe Atemschutz, ich habe die Teile. Manche Hersteller oder sowas sagen, keine Baumwollkleidung, weil die zieht sich voll. Da steht halt drin, wenn da was drauf kommen sollte. Sofort ausziehen, waschen, duschen, machen, tun. So, diese Reaktionsharze, der Name kommt halt irgendwie mit daher, weil die reagieren, und zwar reagieren die mit sich selber. Mit sich selber, weil das sind halt zwei Komponenten, Komponente A und B. Je nach Hersteller, sonstiges, hat man unterschiedlich lang Zeit und muss dann unterschiedlich lang warten. Knauf, ich weiß es nicht mehr, ich glaube eine Dreiviertelstunde und mechanisch belastbar nach 3 Tagen. Es wird ein langes Video. Wenn ich Silikal R41 oder sowas nehme hin und her, dann ist das ganze Geschichte, je nach Härter, die ich dazu mische, in 8 Minuten bis 10 Minuten hart und nach ein paar Stunden voll belastbar. Also daher egal. Ja, es gibt mir die ganze Sache mal zusammen. Müssen natürlich voll miteinander genau abgemessen werden, wie viel da wie wo rein muss und sonstiges, weil, kann ich auch zeigen, fällt mir gerade so schön ein, ist nämlich hier oben. Ich habe mittlerweile, da war es noch kalt, jetzt wird es bald wieder kalt, so vom Dreivierteljahr auch mal Reste zusammen gemacht und irgendwie, das ist noch immer wie Knete, wird leider nicht richtig hart, also deswegen da schon so ein bisschen drauf achten. So, ich hoffe, wie gesagt, es reicht, was ich hier habe, die ganze Sache. Muss gut miteinander verwischt werden. Wir nehmen dazu einen elektrisch rührenden, langsam laufenden Spezialquirl. Wie ihr hier seht, warte, ich packe das mal kurz weg. Und dann gucken wir mal, ob man aus Stoff, aus Jeans, ihr müsst nicht Jeans nehmen, Eierkartons. Wahnsinnig tolle Farben. Macht mal irgendetwas nass oder sowas, dann leuchten Farben total richtig. Diese grünen Eierkartons, die fangen richtig an, richtig doll an, grün zu leuchten. So, jetzt bin ich hier überlegen. Ich glaube, ich mache das doch hier in diesem, ja, alten, gebrauchten
Farbmischteil rein, bevor jetzt einer meckert. Normalerweise geht man hin, das muss umgeschüttet werden. Das Zeug kommt dann da wieder rein, wird da nochmal durchgemischt, um da Restbestände oder sowas rauszunehmen. Hin und her ist aber eigentlich eher wichtiger bei nicht so niedrig Viskosen, weil das Zeug hier ist flüssig. Mein Bier musste ich leider vorher trinken, weil jetzt ist Essen und Trinken verboten. Ich habe es noch nicht mal leer gemacht. So ein Mist. Ach, ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht für zwei. So. Habe ich eigentlich mit so angefangen? Egal. Das hat hier Nachteil gegenüber dem anderen, habe ich eigentlich gesagt gehabt, es härtet nicht glasklar aus. Es hat so einen leichten, trüben Touch. Aber es sind Reste, ich konnte es einfach so nehmen und ist okay. So, dieses Zeug jetzt hier eintunken. Dann da in die Form legen. Vorteil ist jetzt, wenn man da eigentlich eine Pinzette, Zange oder sowas nehmen würde, dann hätte man keinen direkten Kontakt mit den Handschuhen. Also wenn ihr da einfach so Einweghandschuhe nehmt, Nitrilhandschuhe oder ähnliches, dann vermeidet, jetzt habe ich die helle Seite oben. Oder? Guck mal. Hier, ihr seht, wie es verändert. Helle Seite, dunkle Seite, aber das Eingedingste ist ziemlich gleich. Super, jetzt weiß ich nicht mehr, welche Seite oben ist. Machen wir mal anders. Ich weiß noch nicht mehr, welche Seite ich oben haben möchte. Ich glaube, ich will die helle Seite oben haben, falls die helle rauskommt. Zu diesen ganzen Schichten und ähnliches, mit diesem Reaktionsharz, muss man mit rumspielen. Kommt darauf an, was man damit erzielen möchte. Wenn ihr das absolut voll sättigt, dann habt ihr eine an sich so dolle durchgehende Platte. Aber leider geht die Faserstruktur von dem Jeansstoff dann eventuell ein bisschen flöten. So, jetzt legen wir mal von diesem Gelben ein. Ich habe das momentan hier so viel Reaktionsharz drin, dass ich das so direkt da drauf lege. Ich habe, dass es mir zu viel wird. Schön ausstreifen. Und ich probieren möchte, dass der eigentlich ein bisschen ins Gewebe sichtbar bleibt. Das Weiße.
jetzt zum Abschluss das Leder. Ui. Ich glaube, die Schleuder wird ganz schön dick. Da kommt jetzt Schraubzwinge dran. Wird zugemacht. Dann muss das Ganze aushärten. Ich habe hier noch ein bisschen Rest und da habe ich auch noch ein bisschen Rest. Ich habe viel zu viel angerührt. Man sollte sich ein bisschen Gedanken vorher damit machen. Werden wir mal so probieren zu pressen. Gucken wir mal. Und wir sehen uns erst wieder, wenn die ganze Sache hart ist. Bis dann. Tja, so. Nicht mal 24 Stunden rum. Schauen wir mal, was draus geworden ist. Also der Zwinge zusammengedrückt gehabt. Und hier da, wir haben eigentlich zwei, denn ich habe ja noch von dem Reaktionssatz übrig. Und da bin ich dann hingegangen und habe den Rest verarbeitet. So, und jetzt muss ich den irgendwie überreden, dass das abgeht. Die Reaktionssatz ist verdammt gut. Silikon vom Verschließen der Decken. Jetzt sollten es eigentlich zwei Schichten sein. Ja, das ist der Restbereich. Eigentlich so stabil. Und denkt dran, aus sowas, aus Jeans, das gemacht. Und hier sieht man eigentlich, wie schön leuchtend die Farbe da rauskommt. Das schneiden wir gleich mal an und schauen. Und ich hatte auch noch weiteres auf die Schnelle gemacht, weil es wurde ja leider schon ein Handtischchen. Nein. Ist auch hart. Und zwar hier aus Filz. Machen wir mal was draus. Machen wir mit der OPF mal. OPFS mal weiter. Soll eine OPFS werden. Also das ist eine Schleuder mit ganz bestimmten Maßen. Deswegen heißt es Original PFS. Die muss jetzt ausgearbeitet werden. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt entweder mit der Hand Bandsäge oder ähnliches nehmen oder ihr nehmt eine Bandsäge. Vorteil ist halt, das Band läuft einfach immer durch, es hat keine Vibration. Oder Laubsäge elektrisch, Dekopiersäge oder Stichsäge. Und wenn ihr euch an die alte Zahnpasta-Werbung erinnert mit dem Biber, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das Richtige nehmt, die rausbeißt. Allerdings nicht runterschlucken, weil ist, glaube ich, noch immer nicht so besonders gesundheitsfördernd. Zum Schleifen oder sonstiges hin und her. Oszillierender Schleifkopf, also der dreht sich und bewegt sich dabei hoch und runter. Oder halt Bandschleife oder, auch habe ich jetzt gar nicht da, wollte ich mitbringen. Den Schleifflügel, den zeige ich gleich nochmal. Kann man selbst bauen und geht eigentlich so richtig gut. Ich arbeite das Ding jetzt mal aus und dann sehen wir uns wieder. Stehen. Grob ausgeschnitten.
immer Staubmaske, sonstiges, Schleifflügel. Ich wollte mal sagen, also wenn ihr das hier anguckt, das sieht ja aus wie ein Flügel. Wirklich für ein Flügel. Was ist es? Ein Brett in Flügelform gemacht. Und hier halt kann man dann unterschiedliche Körnungen nehmen. Schleifpapier draufgeklebt. Vorteil, ihr habt hier einen geraden Bereich, hier eine dolle Rundung. Geht hier weiter rund zu und läuft die hinten ganz spitz aus. So dass ihr auch bei der hier in allen Kanten, dafür sei es zu breit, deswegen dann den Bereich oder sowas kommt und das Ding bearbeiten könnt. Wie gesagt, mit Staubmaske, ich mache es jetzt nicht. Ich bearbeite das Teil mal weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, meine Lieblingsjeans. Das ist die andere Taschenjeans. Ist jetzt noch nicht sauber gemacht. Ich habe auch noch irgendwie ganz dreckige Finger. Ich müsste die mal sauber machen. So können wir eigentlich aus einer Jeans eine Schleuder machen. Ihr seht die gelben Strichchen da dran, mit dem gelben Stoff, der einlaminiert wurde. Das Leder hier, ja, muss ich nochmal irgendwie bearbeiten, dass es gleichmäßig ist, aber es fühlt sich halt wie Leder an. Und das hier, man kann es jetzt auch wieder mit Reaktionshart, mit CA, also Sekundenkleber oder sowas beschichten, aber dann hat man eine Kunststoffschicht drüber. Und so fühlt sich's an wie die Jeans. Das heißt, die Haptik ist greifbarer, es ist angenehmer zu halten, weil nicht so rutschig von dem Dings. Etliche halten sie so, die Rundung da unten in die Finger reingelegt oder im Thumb Support oder von mir aus auch im Pinch Grip oder sonstiges hin und her. Ich habe ja noch die beiden anderen. Wer jetzt unbedingt irgendwie sagt, er kann sie nicht bauen, also sowas machen und überzeugt mich da und zeigt, was er bis jetzt gebaut hat, dass er es kann, dass er auch die Werkzeuge oder sowas da hat, nicht, dass sie irgendwo vergammeln, kann ich es ja zu ihm schicken. Angeschliffen, dass man den Aufbau so sieht und da mit Antiquax drüber gegangen, dass es da wieder geschlossen ist. Genauso hier mit dem Gelben, das ist praktisch Jeans und diese gelbe Stoff in der Mitte. Aber es ist an sich stabil. Also wenn ich hier biege, da tut sich nichts. Klar, die ist dicker. Da sieht man den ganzen Aufbau. Wenn man da jetzt natürlich grobes Gewebe nimmt, nicht Jute, sondern ja, gibt es noch andere sowas, da sieht man das noch mehr. Ist jetzt bei Jeans, man kann natürlich auch mit schwarzer Jeans arbeiten oder ähnliches. Lasst eurer Fantasie bei da freien Lauf. Aus sowas, sowas. Mit Jeans mit Stoff. Kann auch andere Sachen nehmen, wie gesagt, hier Leder drauf. Muss ich nur mal bearbeiten. Bloß so eine kleine Männlersache. Man will das natürlich erst immer testen und schauen, wie die Sache ist. Kleiner weiterer Tipp. Bei dem Epoxidharz bzw. Reaktionsharz, lasst die Sache nicht zu warm werden, weil Aldi-Waldi das Zeug dann wieder weich wird, flüssig wird. Und außerdem mit den Dämpfen, hat mir ja gesagt, nicht so gut ist. Die ganze Schleuder an sich ist so nichts Neues. Ich glaube, das Design stammt von 2012, 2013 vom Pickle Fox Shooter, vom PFS. Gibt es einen, der nennt sich so. Ich meine, das war von seiner. Aufpassen. Ach, jetzt hat er sich da rumgemacht. Ui, nicht schön. Nein, du musst nach da hinten. So ist besser. Na, jetzt legen wir das Band da vorne um. Schwupp, und umwickeln es da nochmal. Sicherer ist. Ja, somit absolut nichts Besonderes. Es ist ein kleines, süßes, kleines Ding, ja. Es hat keinen Gabelabstand. Bei der Welt ist es gerade mal so, dass die 8mm Kugel vielleicht da durchgeht und kann auch sein, wenn es ein bisschen zu tief ist, dass sie da drin stecken bleibt. Deswegen haben die Teile ein anderes Schleuderstilart. Mit Twisten und Tweaken, das heißt, man macht das hinten bewusst so,
dass die Kurve fliegt, um die Schleuder rumfliegt. Dauert jetzt aber zu lange, gibt außerdem wahnsinnig gute Videos, zum Beispiel vom Andy oder so, könnt ihr da gucken. Ich kann es hier unten mal verlinken. Ups. Dann durch. Gut. Ausrichten. Ansonsten gibt es zu dem Ding eigentlich nichts zu sagen. Das Teil meine ich und finde ich, selbst wenn ihr es seht, viele seht, oh Mann, guckt doch mal, wie die damit treffen und ähnliches. Ich bin auch immer der Meinung, es ist für Anfänger nichts, weil man kann nicht einfach normal ziehen, normal lösen, wenn ihr mit der Hand dann auch noch wahnsinnig dicht da dran seid, wenn ihr so oben greift, eventuell mit dem Daumen, wie vorhin mal gezeigt, da so abdrückt, ist die Gefahr doch schnell und groß da, dass ihr euch auf die Hand schleudert. Was manche Leute nicht so mögen. Nachvollziehbar. Daher eine ganz andere Schleuderstilart. Mit diesem Twist und Tweaken. Mit anderen Sachen dabei zu beachten. PFS ist für mich selber auch nicht so. Ich bin noch nicht so gleichmäßig da drin, dass ich damit so gut treffe, weil das halt immer absolut gleich muss sein muss, dass die immer mehr oder weniger gleichmäßig Kurve fliegt. Ups. Ab hier. Na, wo bist du denn? Komm raus. Durch, da Angelschnur. Einmal unten drunter durchgezogen. Schwupp ist er da. Jetzt habe ich keine Schere da. Aber ich habe ja ein Messer da. Ein stumpes Baustellenmesser da. Ja, und dann wäre das Ding eigentlich so, dass man das benutzen kann. Hier habe ich die jetzt angebunden. Doch, wieso? Ich immer im Pinch Grip. Wie gesagt, andere halten sie so. Hin und her ist egal. Man kann Tubes drauf machen. Gibt es zwei verschiedene Varianten. Entweder mit einem dickeren Tube hier drüber, dass wenn da Bewegung drin ist, dass sie hier durchscheuert. Hat allerdings, finde ich, den Nachteil, man sieht innen drin nicht, ob sich da eventuell durchscheuert. Man müsste dann immer mal doll ziehen, gucken, was da los ist. Oder es gibt so Lederlaschen, wo die hinkommen oder ähnliches. Verschiedene Sachen. Ich hatte jetzt das Teil da. Ja, ich fange schon wieder genauso an. Schleuder nehmen. So, da würde ich jetzt hier die Gabel treffen. Ich muss mit der Hand drehen und so drehen, dass der über den Daumen, mit dem Daumen jetzt nicht weggehen, sondern mit dem Zeigefinger da bleiben, dass der über den Daumen so einen Bogen macht, was dann bewirkt, twisten, tweaken, dass der hier so einen Bogen macht und übertrieben gesagt, so um die Schleuder rumfliegt. Klar, und nach vorne wegflippen, hat auch noch Vorteile. Also ihr seht, man kann aus einer Jeans, aus der schönen alten Lieblingsjeans, aus der mache ich dann noch was anderes, vielleicht ein Kopfkissen oder so. Man kann daraus eine Schleuder bauen. So, ich gehe jetzt noch ein bisschen gleiches Fleisch essen und dazu ein bisschen das Teil testen. Sagt doch mal, wie eure Dings ist, beziehungsweise es sind ja noch die zwei Sachen da. Wenn ihr mich überzeugt, dass ich es euch schicken soll, meldet euch.